Ihr wolltet, dass ich was aus meiner Stadt esse. Also sind hier drei Dinge, die ihr einmal im Leben essen müsst in München. Die bayerische Hauptstadt. Aber hier gibt's mehr als nur normales bayerisches Essen. Als erstes Hans Kebab. Denn hier gibt es den teuersten Döner Deutschlands. Mit japanischem Wagyu-Steak. Und der schmeckt zwar nicht wie ein normaler Döner, aber dafür richtig gut. Das ist die Bazi-Box. Die wahrscheinlich kleinste Wirtschaft der Welt. Und natürlich gibt's bayerische Gerichte, aber in einer Dönerbox. Wie diesen Schweinekrustebraten mit Apfel, Blaukraut und Kartoffelknödel in Biersoße. Und das Beste daran ist... Schmeckt auch noch richtig gut. Und für was Süßes geht's zum verrückten Eismacher. Hier gibt's wirklich komische Eissorten, wie zum Beispiel Bratwurst mit Sauerkraut. Sehr interessant, aber ich sag's euch. Einmal probieren reicht. Was gibt's in eurer Stadt Besonderes? Und welche Stadt als nächstes?